Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Herzlich willkommen zu This War of Mine, einem kleinen 2D Survival Game, wo wir uns im Endeffekt in einen Kriegsschauplatz begeben und hoffen, dass wir das alles überleben. Genau. Ich würde jetzt aber sagen, irgendwie ist die Musik hier doch noch zu laut. Ja, ich hoffe, die Musik ist jetzt okay. Genau. Ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Überleben wir mal unsere Story und wir gucken mal, wie lange wir denn überleben. Im Grunde genommen geht es hier ja dabei, möglichst die Zeit zu überleben bis zum Waffenstillstand und mit unseren Zivilisten das zu packen. So, ich guck mal, wie weit ich komme. Was sehen wir denn hier? Oh. Ja. Wir nehmen mal Markus Story. Wir schauen mal, wessen Story das hier so sein kann. Tag 1. Sie sind irgendwo. Und ich weiß noch gar nicht, wo wir sind. Aber ich mag das. Guten Tag, guten Tag. Wen haben wir denn hier? Okay, wir haben Pavel, Bruno und Marco. Dann schauen wir doch mal. Was können die denn? Pavel ist verletzt und ist ein schneller Läufer. Das ist natürlich doof. Bruno ist ein guter Koch. Das ist schon mal schick. Und hier haben wir einen geschickten Plünderer. Klingt auch gut bei einem Survival Game. Sicherlich nicht verkehrt. So, dann wollen wir doch mal hier mal öffnen und gucken, was wir hier so haben. Okay, okay. Dann gehen wir mal hier lang und gucken mal, was hier so drin ist. Plünderer, guckt mal, was ihr so habt und findet. Okay, Materialien, Wasser und Elektroteile. Und was haben wir hier? Das ist alles gut. Können wir bestimmt gebrauchen. Materialien und Holz nehmen wir sowieso. So. Durchsuchen wir das hier mal. Du kannst mal hier unten durchbuddeln. Okay, das nehmen wir auch mit. Das ist auch gut. Buddeln mal. Wuppa. Alles nehmen. Nehmen wir auch. Gut. Dann guck mal, ob du die Trümmer hier wegkriegst. Guck mal, ob du hier den Schrank aufmachst. Was haben wir noch hier? Das sieht auch gut aus. Kräuter, Kräuter, Kräuter. Immer gut. Haben wir hier noch irgendwas? So, irgendwie geht das hier nicht weiter. Okay, hier sind Trümmer. Da draußen ist noch was. Das heißt, das muss ich jetzt abwarten. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal los und schauen mal, dass wir hier irgendwie vorankommen. Aber die Decken gefallen mir nicht. Da würde ich mir ja sehr Sorgen machen, wenn ich so die wäre. Stellen wir doch mal eine Metallwerkstatt her, die können wir gebrauchen. So, platzieren wir mal da. Die buddeln beide noch. Wollen wir doch mal gucken. Es passiert hier gerade nicht so viel. Manchmal wünschte ich mir, könnte man hier so ein bisschen die Zeit schneller machen. Aber wir haben es schön warm. Das heißt, keiner muss frieren. Keiner wird zumindest an Unterkühlung sterben. Schon mal was. Was haben wir denn jetzt hier? Gucken wir mal. Können wir hier was bauen? Können wir natürlich nicht. Okay. Fehlt uns natürlich wieder ein bisschen was. Nichtsdestotrotz, dann gehen wir halt eben hier rein. Dann holen wir jetzt mal ein Bett. Genau, stellen wir noch ein Bettchen her. Irgendwo müssen unsere Abenteurer ja auch schlafen. So, er kann sich jetzt mal hier drum kümmern. Er kommt ja jetzt hier hoch. Er hier oben ist auch bald fertig. Das heißt, da ist noch ein Schrank. Das heißt, wir könnten trotzdem vielleicht die Brechstange kriegen, wenn da jetzt was drin ist. Jo, da ist auch alles drin. Das ist super. Das klingt gut. Bett und Brechstange, beides da. Was haben wir hier oben noch Schickes drin?
Oh, ein bisschen Kräuter und ein paar normale Teile. Immer schön. Immer schön, immer schön. So, jetzt kannst du hier mal das machen. Und du könntest jetzt zum Beispiel mal gucken, was du hier findest. Noch irgendwas? Ja. Ja, gibt es sicherlich noch ein paar Dinge, die wir machen können. Und gucken wir mal hier rein. Wupp. Jo, die stellen wir mal her. Was haben wir hier da oben noch drin? Oh, wir finden einen Diamanten, ein schickes Handelsgut, das ist immer gut. Jo, was haben wir jetzt hier noch? Hier noch. Ja. Das heißt, wir warten jetzt mal ab, bis die Brechstange fertig ist. Dann kommen wir auch durch die anderen Türen durch. Dann können wir vielleicht auch den Dietrich sparen, bis wir den anderweitig verwenden können. Fertig, so, sehr gut. Dann geh mal da hoch. Du kannst auch mal hier hin. Machen wir das mit der Brechstange. Wozu den Aufwand? Könnte es leise, aber wäre ja Quatsch. So. Okay, er ist gerade beschäftigt, deshalb geht das jetzt gerade nicht. Gut, dann mach mal hier den Schrank auf. Du kannst hier mal anfangen zu buddeln. So, unsere Brechstange ist auch gleich wieder frei. Das heißt, dann können wir da oben auch mal hin. Ups, das Plündern bringt uns Nahrung und einen weiteren Dietrich. Das ist schon mal schick. Finde ich gut, gefällt mir. Ja, so langsam wird die Zeit auch knapp. Für den Tag, für die Tagaktivitäten. Würde ich aber fast vorschlagen, dass wir die hier noch arbeiten lassen. Ups. So, dann buddel mal. Buddel, buddel, buddel. Ich würde sagen, hier ist ansonsten erstmal die Überlegung, können wir das hier noch aufwerten? Oder was brauchen wir dafür? Dann brauchen wir Teile. Okay. Okay. Brauchen wir Teile für. Was braucht das hier? Da brauchen wir auch Teile für. Okay, wir brauchen quasi eigentlich ganz viele Teile. Ja. So. Was machen wir denn jetzt hier? Es ist wenigstens warm hier. Ja, schön, dass das alles bei euch warm und muckelig ist. Nichtsdestotrotz brauchen wir hier, glaube ich, bald mal was Vernünftiges. Und weg. Das ist gut. Ab an den Schrank. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Na, ich glaube, da oben schafft das wohl kaum noch. Aber den Schrank, den öffnen wir noch. Zumindest wünsche ich mir das. Jetzt. Mach auf. Jo, Medizin. Das ist schön, Medizin. So, wer ist denn von uns so leicht krank? Da ist Medizin. Obwohl. Ach komm, du bist leicht krank. Du musst das jetzt aushalten. Das klappt schon. So, hier wird es jetzt langsam enge. Ja, okay. Und ich würde sagen, wir beenden den Tag und gehen dann mal in die Nacht rein. Baufälliges besetztes Haus, eine Menge Teile, zerstörter Wohnblock. Puh. Ich glaube, ich nehme den Wohnblock. Du kannst mal im Bett schlafen, du hältst mal Wache und wir bereiten uns mal vor. Nehmen wir das mit? Ach nein, wir nehmen jetzt erstmal mal nichts mit. Obwohl, vielleicht nehmen wir einen davon mit. So, und gehen wir plündern. So. Es ist so leer hier. Ja, das sehe ich auch. Mal gucken. Vielleicht ist hier ja noch jemand, noch ein anderer Plünderer. Das wäre nämlich nicht so cool. Aber hier sind auf jeden Fall erstmal ganz viel Holz und Material. Aber den Rest, den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ist nicht so wichtig. Erstmal ist das Material wichtig. So, gucken, 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 gucken. Material. So. Ach komm. Jetzt guck
Guck mal, was hier so ist. Da ist irgendwas drin geschrieben. Der Kinderwagen ist nicht leer. Ein paar Gegenstände darin verstreut. Eine Rassel, eine lachende rote Krabbe, an der ein Baby eifrig gekaut hatte, und ein halbvolles Läschchen mit geronnener Masse. Vermutlich eins Babynahrung. Jemand muss fluchtartig aufgebrochen sein oder benötigt dir die Sachen vielleicht nicht mehr. Ja, das vermute ich auch. Wer braucht auch schon eine Babyrassel? Wenn er flieht. Also ich nicht. Aber das ist ja Geschmackssache. Jeder macht das so, wie er selbst denkt. So, jetzt gucken wir mal. Was ist denn hier drin? Hier ist ganz viel Munition drin. So. Jetzt gucken wir nochmal, was wir sonst noch so haben. Vielleicht finden wir ja hier immer noch mal ein bisschen Nahrung. Das wäre nämlich ganz klasse. So, ein bisschen hier zum Beispiel. Das ist großartig. Das ist auch großartig. Und ja, die Waffen und so, das lassen wir alles erstmal liegen. Noch brauchen wir das hier nicht so ganz dringend. Okay. Es scheint zumindest so, als würde ich hier nicht durchkommen, weil ich durch diese Gitter, glaube ich, nicht durchkomme. Ich komme hier durch diese Gitter, glaube ich, nicht so richtig durch. Ja, dann lassen wir die auch einfach mal hier. Und nehmen stattdessen davon welche mit. Und jetzt gehe ich einfach und sage tschüss, auf wie geht's und weg. Hier ist ja noch eine ganze Menge, was vielleicht ganz interessant ist. Aber im Moment kann ich damit nichts anfangen. Da ist was ich ganz dringend haben möchte. Medikamente. Aber im Moment kann ich damit nichts tun. Ich kann da ja nicht ran. Von daher. Tag 2. Dann gucken wir mal, was wir in Tag 2 noch machen können. Ja, er ist ganz happy und sagt sich, ja, ich bin groß, ich bin cool. Ich habe alles gefunden, was ihr wolltet. Ja. Essen und Baumaterial. So, puh. Dann würde ich ja fast... Überlege ich ja gerade, was ist denn wichtiger? Ich glaube, das hier ist wichtiger, die Werkbank aufzurüsten. Für den Moment zumindest. Jupp. Das sieht gut aus. Auch wenn uns das in der Umkehr dazu führt, dass wir gar keine Materialien mehr haben. Es gibt im Viertel nichts mehr, was man abreißen könnte. Okay. Nee, abreißen ist schwierig. Hier gibt es quasi nur noch Abrissparty. Ja, die sind alle hungrig. Das heißt, ich sollte beim nächsten Mal auf jeden Fall irgendwas machen. Was hätte ich doch mal das mitgenommen, so ein Mist. Ja, ich würde sagen, ich kann den Tag direkt hier beenden. Und bevor wir gleich in die Nacht gehen, würde ich vorschlagen, mache ich hier auch gleich meinen ersten Cut. Beziehungsweise, mache ich das wirklich? Der ist gut gelaunt, der ist richtig fett hier. Und der Kollege ist leicht müde. Aber gut. Ach ja, wir haben ja noch was zu tun. Stimmt, da war ja noch ein Schrank. Jetzt fast vergessen. Jetzt, wo er jetzt sagt, den Schrank machen wir natürlich noch auf vor dem Partende. Gucken wir doch mal, was wir da in dem Schrank haben. Guck mal rein. Oh, Bandagen, das ist gut. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Medizin und ja, ich würde sagen, ab geht's. Verletzung schnell mal kurieren. Verletzungen können ja durchaus sich auch verschlimmern. Genauso wie Krankheiten, wenn man nichts dagegen tut. Solange sie leicht sind, ist das alles nicht so schlimm. Aber wehe dir, das Ganze dauert länger. Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir denn in die Stadt ziehen. Bis gleich.